Wir leben in einer Zeit, in der das Wissen explodiert. So eine Zeit gab es schon mal. Vor 2500 Jahren explodierte das Wissen über die Welt. Ausgelöst durch eine Frage, die sich bis dahin offenbar noch niemand gestellt hat. Nämlich die Frage, was ist die Welt? Kann ich als Mensch ohne Zutun der Götter verstehen, wie die Welt funktioniert? Kann ich etwas darüber erfahren, ohne dass ich irgendeine Übernatur brauche? Diese Frage kommt oder steht am Anfang der griechischen Philosophie. Die erste Wissensexplosion vor 2500 Jahren brachte die griechische Philosophie an den Tag, und die griechische Philosophie ist der Ursprung der Naturwissenschaften. Alles, was heute an großen Fragen in den Naturwissenschaften erdacht, bedacht, experimentiert und berechnet wird, stammt letztlich von den vorsokratischen Philosophen. Der erste, der gewissermaßen an die Oberfläche gekommen ist mit einem Satz, der heißt, der Ursprung aller Dinge, das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, war Thales von Milet. Er war der Erste, der sich sozusagen aus dem historischen Fenster gelehnt hat und gesagt hat, es gibt etwas, was in allem in dieser Welt ewig vorliegt. Er hat jetzt nicht so gemeint, das Wasser, also jetzt nicht nur das Feuchte oder was, sondern für ihn war es das Prinzip Wasser. Diese Veränderlichkeit, die man im Wasser beobachten kann, nämlich, dass es einmal im gefrorenen Zustand was Festes darstellt, im flüssigen Zustand eben flüssig ist, also wenn es nicht mehr ganz so kalt ist, und wenn es ganz heiß wird, dann verdampft das Wasser. Das war für Thales von Milet der Ursprung, das Ursprungsprinzip aller Vorgänge in der Natur. Das muss man sich mal überlegen. Das war ziemlich mutig, denn bis dahin war alles, was in der Natur passiert, im Prinzip mit Göttern beseelt. Aber er hat es auf den Punkt gebracht, wir können die Welt verstehen. Das ist ein ziemlicher Sprung. Es gibt Philosophen, die behaupten, Naturwissenschaften, das sei gewissermaßen die griechische Art, über die Welt nachzudenken. Ich persönlich würde auch genau das sagen, denn es ist was Besonderes, sich sozusagen selbstbewusst der Natur gegenüberzustellen und zu sagen, hör mal, Natur und Götter, ich bin auch was, ich Mensch, ich kann sehr wohl was verstehen von dir. Und Thales zum Beispiel war in der Lage, eine Sonnenfinsternis vorherzusagen. Das hat ihn ziemlich berühmt gemacht. Also Thales war der Meinung, das Wasser ist das Urprinzip von allem, was ist. Das ist nicht schlecht. Nun, es gab danach natürlich noch andere. Es gab Schüler von Thales und es gab noch weitere Philosophen, die sich immer wieder mit der Frage auseinandergesetzt haben, gibt es etwas Unveränderliches, etwas Ewiges, ein Prinzip, was durch alles, was ist, durchgeht. Und ich habe ja schon gesagt, Thales war der mit dem Wasser. Er hat ein Element in die Welt gebracht. Es gab andere. Einer seiner Nachfolger, Anaximenes, meinte, es sei die Luft. Weil die Luft eben auch nicht nur als etwas, ne, man sieht es ja nicht, man spürt es nur, wenn sie sich bewegt. Sie hat etwas Flüchtiges. Und er meinte, das Flüchtige sei das Prinzip. Heraklit, der dunkle Philosoph, war der Meinung, das Feuer sei das Prinzip, was in dieser Welt wichtig sei. Ich würde heute als Physiker sagen, Heraklit war der Philosoph der Energie, weil für ihn die Verwandlung von ganz, ganz großer Wichtigkeit war. Für ihn war es ganz klar, das Feuer ist es. Er hat ja solche Sätze, obwohl man inzwischen weiß, die Sätze stammen nicht von ihm, sie werden ihm aber zugeschrieben und er hätte sie sagen können. Das berühmte Pantarei auf Bayerisch, wie mir einer meiner Studenten mal erklärt hat, heißt es, alles geht einen Bach runter. Ja, das heißt es natürlich nicht. Die ordentliche Übersetzung von Pantarei ist, alles fließt. Oder der berühmte Satz, du kannst nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Für Heraklit war es also die Verwandlung. Also, wir haben jetzt Wasser, wir haben Luft und Feuer. Es gab einen weiteren Philosophen, Empedokles, der gewissermaßen der große Kombinator war. Und der machte aus den drei Elementen endlich die Vier-Elementen-Lehre, indem er nämlich die Erde, das Feste, das vielleicht nicht so leicht Veränderliche, ebenfalls zum Element machte. Also haben wir Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und diese Vier-Elementen-Lehre, die hat sich weit bis ins 18. Jahrhundert noch durchgesetzt. Es war tatsächlich ganz, ganz überraschend, ne? Von heute aus gesehen ist es überraschend, dass diese Vier-Elemente-Lehre so lange durchgehalten hat. Aber in der Tat, man hatte lange Zeit nichts, bis man die Atome entdeckte. Das ist ein anderes Kapitel. Empedokles hat nicht nur die vier Elemente in die Welt gebracht, sondern er hat sich noch was anderes überlegt. Wie hängen denn die Elemente eigentlich zusammen? Jetzt waren die vorsokratischen Philosophen keine Physiker, obwohl sie als Physiker zu gelten haben.
Zu diesen Zeiten, vor 2500 Jahren, da waren Philosophie und Naturwissenschaften noch dasselbe. Aber die Vorsokratiker haben wichtige physikalische Fragen gestellt. Und Empedokles hat die Frage gestellt, wie hängen die Elemente zusammen? Wie kommen denn die verschiedenen Prinzipien, Feuer, Wasser, Luft und Erde, eigentlich in den diversen Körpern und in den diversen Erscheinungen um uns herum vor? Und da brachte er was Interessantes auf. Das können Sie sich mal merken, weil es meiner Ansicht nach extrem gut verständlich ist. Er brachte zwei grundlegende Prinzipien dazu. Er sagte, Liebe und Hass, das verbindet, Liebe verbindet oder Hass trennt die Elemente. Und je nachdem, wie viel Liebe oder Hass der jeweiligen Elemente in einem Körper vorliegt, so entstehen eben die ganz festen, also hier Gestein, oder die etwas flüssigeren, oder die ganz leichten, also die Gase, bis hin zum Feuer. Das heißt, Empedokles hat zusätzlich zu dem vierten Element, was er reingebracht hat, nämlich die Erde, auch noch die Prinzipien der Veränderung mit reingebracht. So, damit haben wir in der ersten Abteilung die Kulturgeschichte der Elemente auf der griechisch-philosophischen Ebene dargestellt. Ich habe ja schon gesagt, diese Vier-Elementen-Lehre, die hat sich sehr lange durchgehalten. Unter anderem deshalb, weil, und da komme ich jetzt einfach schon mal drauf zu sprechen, wir werden das in einem anderen Teil nochmal ansprechen müssen, es ist sehr, sehr, sehr verständlich, dass Menschen aus ihrer Anschauung heraus, also wirklich aus dem, was sie um sich herum sehen, vier Elemente in die Welt gebracht haben, die sie um sich herum gesehen haben. Nämlich das Wasser, die Flüssigkeiten sind einfach um uns herum. Es ist kein Wunder, dass Sie genauso wie ich der Meinung sind, wir würden Flüssigkeiten gut verstehen. Denn um uns herum gibt es Flüssigkeiten. Seitdem es den Homo sapiens gibt, ist er ständig mit fließendem Wasser sozusagen umgeben. Deswegen ist die Physik von fließendem Wasser heutzutage eine, die man gerne verwendet, selbst für Erscheinungen, die gar nichts mit fließendem Wasser zu tun haben. Sie wissen, was ich meine. Ja, elektrischer Strom. Bei elektrischem Strom, also der Bewegung von Ladungsträgern, argumentiert man eigentlich genauso wie bei der Physik von Flüssigkeiten. Also, dass die Griechen angefangen haben damit zu erklären, was die Welt denn sei, aus welchen ewigen Prinzipien sie denn nun bestünde, dass sie dann auf solche Prinzipien gekommen sind wie das Wasser, ist eigentlich wirklich nicht verwunderlich. Das muss so sein. Das ist gewissermaßen die normale, völlig natürliche Art, darauf zu reagieren, wenn man, und jetzt komme ich auf den eigentlichen Punkt, wenn man den Mut besitzt, sich der Frage zu stellen, kann ich in dieser Welt etwas verstehen ohne die Hilfe der Götter? Ja, Sie lachen. Ich sehe es doch. Nee, das ist nicht gemeint. Dass wir heutzutage ohne Götter auskommen, das verdanken wir bei vielem, was in dieser Welt passiert, verdanken wir dieser glasklaren Fragetechnik, die die Griechen in die Welt gebracht haben. Nämlich der Fragetechnik nach dem, was ist das? Warum? Wieso? Und nicht aufzuhören damit zu sagen, ja, da gibt es eben irgendeinen Gott, der hat das in die Welt gebracht und damit Feierabend. Sondern sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Nicht aufzugeben mit der Fragerei. Selbst dann, wenn es schwierig wird, immer weiter und tiefer zu fragen. Das ist das, was Naturphilosophie in den ersten Jahrhunderten ausgemacht hat. Herauszufinden, mit dem eigenen Verstand herauszufinden, was ist die Welt. Wir stehen doch heute genauso fassungslos vor dieser Natur, wie die griechischen Philosophen das damals getan haben. Also sich zu überlegen, dass es unter all diesen Erscheinungen, unter all diesen veränderlichen Erscheinungen, die wir sehen, tatsächlich etwas gibt, was sozusagen überall auf der ganzen Welt immer gleich ist, immer das gleiche Prinzip ist. Das ist eine hohe Abstraktion, die dahinter steckt. Das heißt, wenn wir heutzutage über solche Fragestellungen gewissermaßen einfach so hinweggehen, dann haben wir in der einen oder anderen Art diese griechische Fragestellung schon so in uns, ja, ist die schon festgelegt, dass wir uns über fast nichts mehr wundern. Dass Wasser einen Berg runterfließt und nicht bergauf, ist im Grunde genommen nicht so ohne weiteres zu verstehen, wenn man der Welt keine physikalische Gesetzlichkeit zuordnet. Na? Ich weiß nicht, ob Sie das merken, aber wir gehen heutzutage mit Natur eigentlich ja im Wesentlichen so um wie ein Konsumgut. Für die griechischen Philosophen ist es was ganz anderes gewesen, nämlich tatsächlich die Welt, in der sie lebten. Für sie war die Natur, ich will nicht sagen ein heiliger Tempel,
Die Griechen haben damals die Umwelt genauso verbraucht und missbraucht, wie wir das heute tun, auf ein wesentlich geringerem Maße natürlich, weil ihnen die Technologie nicht zur Verfügung stand. Aber sie hatten natürlich nicht, genau wie wir im Grunde genommen auch nicht, eine wirklich saubere Beziehung zur Natur in dem Sinne, dass ihnen klar war, was passieren wird, wenn sie so weitermachen. Man denke nur an die großen Abholzungsaktionen, damit die Schiffe alle gebaut werden konnten. Das meine ich nicht. Sondern die Natur war der Gegenstand der Betrachtung. Und dieser Gegenstand der Betrachtung war ziemlich intensiv betrachtet worden. Und dann kam man auf diese vier Elemente. Das hat sich über einige Jahrhunderte hingezogen. Das Interessante ist übrigens, dass am Ende der vorsokratischen Naturphilosophie, also nach einigen Jahrhunderten, ein Philosoph stand, der gewissermaßen alles zusammengepackt hat. Platon. Platon war der Meinung, das reicht nicht aus, die Phänomene auseinanderzunehmen. Also nur mal zu sagen, okay, ich habe das Prinzip 1, also Wasser, Feuer, Luft und Erde, und vielleicht noch die beiden Prinzipien, die das miteinander verhaken, sondern Platon wollte, und zwar aus ästhetischen Gründen, in seiner Welt der Ideale dürfte es nicht verschiedene Phänomene geben, sondern nur ein einziges Urprinzip, aus dem gewissermaßen die anderen Prinzipien herausregnen. Und dieses fünfte Element, das brachte Platon mit dem Wort Äther zusammen. Im Grunde genommen gab es vorher schon eine Vorstellung davon, dass es so etwas geben müsse wie ein Unteilbares, ein Apeiron. Schon der Schüler von Thales, Anaximander, war der Meinung, es gäbe gar keine Elemente, es gäbe nur ein großes Unendliches. Weil die Frage nach der Ursache in der Tat immer wieder beantwortet werden kann durch eine neue Frage gewissermaßen, nämlich eine Ursache, eine Ursache, eine Ursache, eine Ursache. Es muss aber eine Ursache geben, die selber keine Ursache mehr gehabt haben kann. Also was ist denn die Ursache für die Elemente, die Ursache für das Urelement? Platon hingegen hat gemeint, nein, in einer idealen Welt gibt es auch eine ideale Ursache. Und diese ideale Ursache ist der Äther. Aus diesem Äther heraus haben sich alle Elemente sozusagen wirklich herauskristallisiert. Wir werden noch sehen, dass ähnliche Prinzipien in der modernen Physik genauso vorherrschen wie in den Gedanken der griechischen Naturphilosophen. Wir werden sehen, dass vieles von dem, was heutzutage in der modernen und allermodernsten Physik eine Rolle spielt, damals vor 2500 Jahren sozusagen zugrunde gelegt wurde. Wir werden sehen, dass dieser Übergang, den die griechischen Philosophen vollzogen haben, der Übergang vom Mythos zum Logos, also hin zur Vernunft, der entscheidende Schritt dafür gewesen ist, dass dieser Teil der Welt, nämlich das Abendland, sich in seiner philosophischen Entwicklung so völlig anders entwickelt hat, als das zum Beispiel in China oder Indien der Fall war. Es gibt auch da Elemente, aber die sind deutlich anders zu verstehen als das, was die griechischen Philosophen hervorgebracht haben. Wir haben es also mit einer Entwicklung zu tun, die in ihrem Ursprung mit der Frage startete, was für eine Welt habe ich um mich herum? Kann ich mit meinen eigenen Fähigkeiten davon was verstehen? Diese Ideen, wie sich herausgestellt hat, sind zwar alle in Griechenland zum allerersten Mal zur Blüte gekommen, stammen aber letztlich tatsächlich aus dem vorderen Orient, möglicherweise aus Ägypten und Babylonien. Das heißt, die Auseinandersetzung mit Natur, die in Ägypten aufgrund der Nilüberschwemmungen jedes Jahr, der Nilhochwasser, auf die man sehr angewiesen war, ja, diese Gedanken, wie könnte man Natur beherrschen, dass man nicht immer wieder davon abhängig ist, wann der Nil kommt und wenn er da ist, dass man das Wasser vielleicht möglichst zurückhalten kann. Das könnte der wirkliche Anfang gewesen sein an Gedanken, die irgendwann sich zum Beispiel auf griechische Handlungsreisende übertragen, die es dann nach Griechenland und Kleinasien gebracht haben. Und dort, in Kleinasien, in der Stadt Milet, sind sie an einen Mann herangekommen, der am Beginn der griechischen Philosophie steht und am Beginn der modernen Naturwissenschaften. Der eine Aussage gemacht hat, das Prinzip aller Dinge ist das Wasser. Die Elementenlehre war geboren.